Bevor wir zu den eigentlichen Arrays kommen, müssen wir uns zunächst mit sogenannten Array-Variablen auseinandersetzen. Schon vorweg, Array-Variablen sind spezielle Variablen, die es erlauben, ja quasi Namen für Arrays zu vergeben. Über diese Namen kann man dann letztendlich, über diesen Namen und den Index kann man dann letztendlich auf die Elemente des Arrays selber zugreifen. Schauen wir uns an, wie Array-Variablen syntaktisch aussehen. Hier steht der Typ, dann kommen Klammernpaare, eins oder auch mehrere, und dann kommen Bezeichner und optional mehrere Bezeichner, die durch Komma getrennt werden. Dann ein Semikolon oder eine Initialisierung. Das habe ich hier mal weggelassen, weil wir dazu gleich noch kommen. Der Typ ist der Elementtyp, oder mit dem Typ wird festgelegt der Elementtyp des Arrays, auf das diese Array-Variable letztendlich zeigt, was hinter der Array-Variablen sich verbirgt. Und die Anzahl an Klammernpaare legt die Dimension fest. Ich hätte ja gesagt, Elementtyp und Dimension sind, wenn ich sie einmal festgelegt habe, fest. Und der Bezeichner ist halt der Name. Letztendlich der Name für das Array, wie wir dann noch sehen werden. Hier sind Beispiele. Int, Klammer auf, Klammer zu, Vektor 1. Ist eine Array-Variable, wobei das Array den Elementtyp Int hat und eindimensional ist. Matrix 1 ist vom Elementtyp Float und zweidimensional, beziehungsweise das Array, auf das letztendlich hier gezeigt wird, das referenziert wird von dieser Array-Variable, von diesem Namen, das ist vom Elementtyp Float und ist zweidimensional. Und Character, Klammer auf, Klammer zu, Buchstaben, hier ist der Elementtyp Character, und die Dimension ist 1. Ein Klammernpaar. Ich kann das auch so hinschreiben, dass ich hier durch Komma getrennt mehrere Bezeichner aufführe. Dann habe ich zwei Array-Variablen vom Elementtyp Double und dreidimensional. Drei Klammernpaare. Es gibt eine Alternative. Diese Klammernpaare kann ich auch hinter die Bezeichner ziehen. Dann aber in allen Fällen. Das ist dann gleichbedeutend mit dieser Form. Ich präferiere aber diese Schreibweise, dass die Klammernpaare direkt hinter den Typ gesetzt werden. Aber in Lehrbüchern findet man das auch schon mal so.